Mein Name ist Elke Spilker, mein Mann Reinhold Spilker. Wir sind an der Elbuferstraße direkt in Neudarchau und versuchen, so gut es geht, aufgrund der ganzen Prognosen und Vorhersagen, das Haus, was wir seit 30 Jahren haben und auch dafür gearbeitet haben, unser Leben lang, so zu schützen, dass zumindest das Wasser nicht ins Haus hineinkommt. Wenn die 8,40 Meter, die vorhergesagt worden sind, kommen, wird das etwa so diese Höhe haben. Ich hoffe es, dass es klappt, aber Menschen sind wir alle nur. Aber wenn der Deich nicht hält, dann kommt das Wasser hierher. Die waren von Friesland, die waren von Braunschweig, von Gifhorn, von, ach, ich weiß gar nicht, wo überall die herkamen. Waren so viele und die waren so engagiert, dass man da gar nicht genug danken kann. Alles, da kann man nicht Danke genug sagen.